Die grüne Infrastruktur ist ja auch ein Begriff, der in diesem Zusammenhang, also zum Thema Klimawandelanpassung, immer häufiger genannt wird. Und was man unter diesem Begriff versteht und welchen Beitrag für die Um- und Neugestaltungen von Siedlungen in Gemeinden geleistet werden kann, dazu wird uns jetzt ein Franz Grossauer einen Vortrag machen. Diplom-Ingenieur Franz Grossauer, MAS, ist selbstständiger Landschaftsarchitekt in Gmünd und Lektor am Institut für Raumplanung an der Universität für Bodenkultur sowie an der Donau-Uni Krems. Er ist außerdem als Berater für Natur und Garten tätig und arbeitet auch für die Niederösterreichische Baudirektion und den Familienlandesberater. Und wir sind sehr gespannt, was wir in Siedlungen nun machen können. Franz, ich bitte um deinen Vortrag. Hast du einen Ton? Franz, wir hören dich noch nicht. Aber wir sehen den, ja So, genau, Ton der Ton ist ausschalten. da. So. Und jetzt noch einmal teilen. Ja, das stimmt, das sieht man immer. Wenn man mal geteilt hat, sieht man das Mikro nicht mehr. So, jetzt hoffentlich. Perfekt. Ja, danke, Christa, für die Überleitung. Und ich möchte mich noch mal kurz entschuldigen, dass ich den Kollegen Wapornik da dazwischen gefunkt habe, während ich das getestet habe. Ja, aber jetzt zum Thema meines Vortrages. Neue Siedlungen mit grüner Infrastruktur. Was bedeutet was kommt auf Sie zu? Ich möchte da einen kurzen Überblick Ihnen geben, was Sie erwartet. Ich möchte Ihnen erklären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet, was man unter grüner Infrastruktur versteht und welchen Beitrag sie auch zur Klimawandelanpassung leisten kann. Und der Hauptteil ist eigentlich dann, Ihnen vorzustellen, wie man als Gemeinde mit den Planungsinstrumenten, die man zur Verfügung hat, umgehen kann und was man machen kann, um das Ganze dann umzusetzen. Weil ein wesentlicher Punkt ist, wenn man Klimawandelanpassung betreiben will und auch wenn man Regenwassermanagement auf nachhaltige Art betreiben will, muss man vorab schon die Flächen dafür zur Verfügung stellen und das einplanen, dass die dann auch eben wirklich da sind, um sie dann auch für diese Strukturierung nutzen zu können. In dem Zusammenhang während des Vortrags wird es auch darum gehen, wie Raumplanung und Landesplanung da gut kooperieren können, um hier einen Mehrwert zu produzieren, wie dann eben auch das integrierte Regenwassermanagement mit dem Ganzen zusammenhängt und wie wir als Berater und Beraterinnen von Natur im Garten sie dann auch bei der Planung und Umsetzung unterstützen können. Ja, ich habe hier eine wörtliche Definition für Sie. Das ist als Quelle dient hier die Europäische Union. Die hat nämlich einen sehr umfassenden Leitfaden herausgegeben. Und ich habe mir gedacht, ich nutze diese Definition, weil es sozusagen europaweit eine einheitliche Gültigkeit vorgibt. Und das zeigt in diesem einen Satz, was drinnen steckt. Es geht um ein Netzwerk. Um ein Netzwerk von ganz verschiedenen Elementen, natürlicher Art, naturnaher Art, durchaus auch technisch hergestellt und das Ganze auch auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen. Es geht nicht nur um den Siedlungsraum, um den urbanen Raum, sondern es geht auch um Elemente, die den ländlichen Raum prägen, damit insgesamt eben ein Netzwerk entstehen kann, das dann höchst unterschiedliche Ökosystemdienstleistungen bringen kann und eben auch die biologische Vielfalt fördert. Dazu gibt es auch eine sehr ansprechende Grafik. Das ist sehr vereinfachend, aber es zeigt zahlreiche Elemente, die sozusagen Teil dieses Netzwerks der grünen Infrastruktur sein können. Und natürlich fällt einem da zuerst einmal das ein, was sozusagen an Natur sozusagen am wertvollsten ist. Die Natur 2000 Gebiete oder andere Schutzgebiete sind der Ausgangspunkte für dieses Netzwerk. Es geht aber auch um eine multifunktionale Landbewirtschaftung. Das heißt, weniger eine intensive Landbewirtschaftung, sondern diese reich strukturierte Landwirtschaft, die eben zum Beispiel auch Heckenelemente aufweist als Verbindungselemente oder auch Uferbegleitvegetation an Bächen, um hier sozusagen verbindende Elemente auch zu haben.
Es geht auch um künstliche Elemente wie Wildbrücken, die trennende Linien, Infrastrukturlinien wie Hochleistungsstraßen oder Hochleistungseisenbahnen in weiterer Folge dann wieder überbrücken können, um zum Beispiel regionale oder überregionale Wanderkorridore für Hochwild, für Bären, Luchse, Hirsche und so weiter wieder zu eröffnen und wieder Verbindungen zu machen. Und es geht dann natürlich auch um den Siedlungsraum. Und da gibt es verschiedene Elemente, die angeführt sind. Gründech, also Dachbegrünung, vertikale Begrünung. Der Begriff des artenreichen Business Parks ist vielleicht nicht so naheliegend, aber auch in einem Wirtschaftspark kann man bei entsprechender Ausgestaltung sehr viel zu diesem Netzwerk beitragen und eben auch über Natur im Garten wird das ja auch propagiert und ist sehr wichtig, die Anlage von Wildblumenwiesen zum Beispiel. Was ist nun der Nutzen dieser Infrastruktur? Es geht an oberster Stelle um die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen. Das ist ein Hauptkriterium. Aber in weiterer Folge, wenn man das anstrebt, verbessert man damit auch die Biodiversität im Naturraum genauso wie im Siedlungsraum. Es geht gleichzeitig natürlich auch um die Abpufferung der Auswirkungen des Klimawandels. Und insgesamt dient das System dazu, einen integrativen Entwicklungsansatz und Planungsansatz zu forcieren. Ein Hauptvorteil dieser grünen Infrastruktur ist derjenige, dass es nicht immer um eine Einzelfunktion geht, sondern im Gegenteil, grüne Infrastruktur bietet die Möglichkeit von mehreren Funktionen auf einer Fläche. Ich zeige Ihnen da jetzt zwei Beispiele, an denen ich das erläutern will. Ein Beispiel sozusagen aus dem Freiraum, aus der Natur, aus einem kleinen Siedlungsraum und dann aus dem städtischen Kontext. Sie sehen hier eine Ortschaft in einem Talraum, die umgeben ist von landwirtschaftlichen Flächen, in dem Fall dominant von Wiesenflächen. An den Hängen sehen Sie ausgedehnte Wälder und beides, sowohl die Wälder als auch die Landwirtschaft, sind natürlich wesentlich als Produktionsstandort, als Produktionsfaktor. Gleichzeitig dienen die Wälder aber auch zur Luftreinhaltung. Sie dienen auch zum Schutz der Siedlungen vor Lawinengefährdung, vor Hangrutschungen. Und die landwirtschaftliche Fläche ist gleichzeitig über diese Bachläufe, über diese Uferbegleitvegetation verzahnt mit dem Siedlungsraum und auch die Wiesenflächen verzahnen sich mit dem Siedlungsraum, der natürlich auch Teil dieses gesamten Systems ist und hier sozusagen insgesamt eine Mehrfachleistung anbietet. Das ist ein Beispiel, das der Kollege Seleni vorher schon vorgestellt hat. Das ist die Halte St. Pölten, in dem Fall aber nicht der Parkplatz, sondern der Schulhof. Auch der erfüllt in Wirklichkeit viele Funktionen. Er ist nicht nur ein wichtiger Aufenthaltsraum für die Kinder, der in seiner begründeten Form natürlich eine entsprechende Attraktivität hat. Durch entsprechende naturnahe und standortgerechte Bepflanzung ist er auch ein wesentlicher Punkt in Bezug auf die Entwicklung eines positiven Mikroklimas und auch mit einem gewissen ökologischen Wert verbunden. Und aufgrund der Ausführung mit vertieften Beeten, mit direkter Zuleitung der Oberflächenwässer, dient es auch der Wasserrückhaltung, der Regenwassersammlung und Reinigung. Und auf diese Art ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt, eine Mehrfachfunktion und einen Mehrfachnutzen für alle. Was ist nun der Beitrag der Raumplanung und der Landschaftsplanung zu diesem Ganzen? Es geht um die Standardausweisung für Projekte der Lebensraumvernetzung. Und das bezieht sich jetzt einerseits durchaus auf die Regionalebene, um großräumige Vernetzungen über große Grünraumverbindungen, die erhalten oder entwickelt werden sollen. Es geht aber auch um Vernetzungsmöglichkeiten in den Ortschaften, in den Gemeinden. Und dazu zeige ich Ihnen dann konkrete Planungsmöglichkeiten. Auch auf der regionalen Ebene natürlich geht es um die Verlagerung von Infrastrukturprojekten weg von sensiblen, leicht gefährdeten oder schnell gefährdeten Standorten wie Feuchtwiesen, Auwaldgebieten hin zu robusteren Standorten mit besserer Abpufferung. Und es geht eben auch, gerade bei uns als bei der Planung, bei der Bestandsaufnahme, um die Identifizierung sogenannter multifunktionaler Gebiete, die wir dann als Bestand ausweisen und dann eben von diesen
Gebieten auch sozusagen eine Vernetzung anstreben. Das Ziel dahinter ist ein Interessensausgleich. Es geht um wirtschaftliche Interessen in Bezug auf optimale Nutzung von Standorten, von Flächen, in Bezug auf die Landwirtschaft, in Bezug auf Bebauung, in Bezug auf Freiraumnutzung. Auf der anderen Seite geht es um eine optimale Nutzung der Räume für die Menschen und auch um ihre ökologische Funktion. Und dieser Interessensausgleich ist eine ganz wichtige Aufgabe, den wir in der Raum- und Landschaftsplanung zu erfüllen haben. Und gleichzeitig dazu geht es um die Schaffung und Reparatur von diesem großräumigen Lebensraumnetzwerk, sowohl auf der regionalen als auch auf der örtlichen Ebene. Und wie können wir jetzt sozusagen auf der Planungsebene dazu beitragen, beziehungsweise welche Instrumente stehen der Gemeinde da zur Verfügung? Und die Gemeinde hat ja grundsätzlich drei Planungsebenen, die hier greifen können. In Niederösterreich das örtliche Entwicklungskonzept mit dem Landschaftskonzept als Teil davon, der Flächenwirkungsplan mit den konkreteren Widmungen und dann darunter auf der konkretesten Ebene den Bebauungsplan. Auf der obersten Ebene kann man im Entwicklungskonzept und im Landschaftskonzept zum Beispiel Grünzüge ausweisen, die zum Teil vielleicht erhalten sind, die vorhanden sind und weiterentwickelt gehören oder die wirklich sozusagen neu zu entwickeln sind. Und mit diesen Grünzügen kann man eine Durchgrünung der Ortschaften erreichen. Man kann erreichen, dass die Luftdurchströmung erhalten bleibt und auf die Art sozusagen die Temperaturen innerorts auch senken kann. Man kann ökologische Leitstrukturen ausweisen, die sich zum Beispiel finden entlang von Flussläufen und Bachläufen oder auch durch besondere Feuchtstandorte. Diese Dinge können ausgewiesen werden. Es geht um Erholungsräume für die Menschen im Siedlungsraum oder im Nahbereich, im Umfeld der Siedlungsräume. Und dann zum Beispiel auch um Bufferzonen, die auszuweisen sind, um zum Beispiel Wohngebiete von Betriebsstandorten zu trennen. Hier ein Beispiel aus der Stadtgemeinde Amstetten. Der Kollege Karl-Heinz Borsch ist dort Ortsplaner als Raumplaner und ich durfte für ihn und mit ihm gemeinsam dort die naturräumlichen Gegebenheiten erheben und das Landschaftskonzept erstellen. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt aus diesem Landschaftskonzept. Sie sehen hier den Flusslauf der Übs, den zentralen Ortsraum von Amstetten. Und man sieht schon hier an den Ausweisungen, wie wichtig der Flussraum an sich schon ist, als Lebensraum, Natur 2000 Gebiet, Landschaftsschutzgebiet. Deshalb auch die Ausweisung als wesentlicher Erholungsraum. Und dann haben wir hier Durchgrünungselemente ausgewiesen, Grünzüge, die Ibs mit den Naturräumen außerhalb des Stadtgebietes verbinden können. Wir haben hier einen Siedlungskörper, der abgerundet werden soll in Zukunft, die sogenannte Parksiedlung. Und hier haben wir für die zukünftig dort wohnende Bevölkerung bereits Erholungsräume vorgesehen. Wie schaut das im Luftbild aus? Sie sehen hier wiederum den Verlauf der Ibs, diesen sehr bedeutenden Naturraum. Und hier diesen Grünzug entlang eines Baches, der sich durch den Ort zieht. Leider natürlich durch die Eisenbahn unterbrochen ist, aber es ist wesentlich, ihn zu erhalten. Und hier diese Verbindung zu diesem Steilabbruch aus dem Übstal hinaus auf die Hochfläche, hier diese Verbindung herzustellen. Hier sehen Sie die Parksiedlung, die zukünftig noch hier erweitert und abgeschlossen werden soll. Und dieser Naturraum herum in dieser Umgebung soll für die zukünftige Nutzung gesichert und aufgewertet werden. Bewegen wir uns dann auf die nächste Stufe darunter, auf die Flächenwirkungsplanebene. Sie sind noch 2 Minuten. Okay, dann sehen wir, dass wir verschiedenste Grünlandwidmungen in Österreich zur Verfügung haben, wo wir dann ganz konkret Flächen ausweisen können, grüner Park, Spielplätze, Sportplätze, Grüngürtel zum Beispiel als Siedlungsbegrenzung an den Ortsrändern oder als Übergang eben zwischen Ortsraum und Landschaft. Das andere, was wesentlich ist, ist die Ausweisung von Verkehrsflächen in neuen Siedlungsgebieten, dass die einen entsprechend breiten Querschnitt haben, um dann Elemente des Regenwassermanagements unterbringen, eben Grünstreifen, Bauminseln in einer Größe, die diesen Namen auch verdient haben, oder Sickermulden. Und im Bebauungsplan kann man dann ganz konkret über die Ausgestaltung der grünen Freiräume zum Beispiel sprechen, zum Beispiel die Verwendung von bestimmten Pflanzenarten. Und das Ganze kann sowohl planlich als auch im Verordnungstext dargestellt werden.
Und ich möchte hier noch kurz ein Beispiel zeigen, das in dieser Hinsicht sehr positiv ist. Das ist die Gartenstadt am Kremserberg in St. Pölten. Man sieht hier die Wohngebietswidmungen, man sieht aber auch gleich diese Grünraumelemente, die Grüngürtel mit der Bezeichnung Öko, also Ökoflächen, die diese Siedlung gliedern, Straßenräume, die auch seitlich, man sieht das hier im Querschnitt, entsprechende Grünstreifen noch aufweisen und auf die Art sozusagen starke Durchgrünung dieses neuen Stadtteils ermöglichen und gleichzeitig aber auch die Einrahmung gegenüber der landwirtschaftlich intensiv genutzten Fläche und gegenüber der Verkehrsachse. So sieht das im Luftbild derzeit aus. Wir sehen hier diese sehr dichten Grünstreifen, daneben aber offene Wiesenflächen, die gut nutzbar sind, multifunktional nutzbar sind. Und wenn man dann auf die Bildebene runtergeht und den Straßenraum anschaut, sieht man, wie gut durchgrünt hier dieser Siedlungsraum ist, auch mit Straßenbegleitgrün und mit großen multifunktional nutzbaren Freiräumen. Und auch die Straßenräume, das ist genau diese Straße, die man in diesem Querschnitt gesehen hat. Nicht nur die Fahrbahn, sondern es gibt begleitend große Grünflächen, die hier mikroklimatisch von großer Bedeutung sein können, wenn sie entsprechend ausgestaltet sind. So, das war ein kurzer Überblick. Es geht mir darum, hier zu zeigen, dass grüne Infrastruktur wesentlich ist für die Integration des Regenwassermanagements. Man muss entsprechende Flächen zur Verfügung stellen dafür. Und die kann dann, wenn es richtig umgesetzt ist, auch einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen in ihrem Wohnumfeld leisten. Dankeschön.